Alles okay, Spide? Wolltest du eigentlich mit Milch? Was ist passiert? Die Kerle haben ihn mitgenommen. Wer hat was mitgenommen? Thor. Wie Sie wissen, kamen letzte Nacht zwei unbekannte Personen auf unser Schiff und klauten unser Maskottchen, den mächtigen Thor. Das waren welche von der Kingston, Sir. Sie sind sauer auf uns, weil wir sie in Kakadu bloßgestellt haben. Die Kingston ist heute früh ausgelaufen. Ihr Commanding Officer... Die Curry. Die Currywurst. Lieutenant Commander Richard Curry, Chef. Verzeihung, Sir. Mit dem ich vorhin telefoniert habe, sagte er, wisse nichts von diesem Vorfall. Wie auch immer, die Hammersley ist geentert worden. Und das können wir unter keinen Umständen so hinnehmen. Tja, wir werden dem nachgehen, Sir. Wir müssen doch unseren geliebten Thor zurückkriegen. Wir werden dann auch gleich ablegen. Bereit machen. Gut gemacht, Spider. Hätte uns allen passieren können. Entschuldigt, ja. Wenn wir den Kleinen nicht zurückkriegen, sind wir erledigt. Es soll Unglück bringen, ein Maskottchen zu verlieren. Und Schlimmeres. Ihr werdet schon sehen. Na los, Spider. Komisch ohne den kleinen Kerl da draußen. Die Marineschutzkräfte haben keine Zwischenfälle letzte Nacht gemeldet. Es müssen also Insider gewesen sein. Kurs 295. Kurs 295. Die Kingston hat einen Vorsprung von 2 Stunden, Sir. Kurs 295, Ma'am. Sehr gut. Verfolgen wir jetzt etwa die Kingston nach? Nein, Sir, natürlich nicht. Sollen wir ihn denn wieder zurückkriegen? Indem wir sie fragen. Nett und freundlich. Dann werden sie ihn schon sicher rausrücken. Und wenn Currywurst Nein sagt, stürmen wir das Boot und reißen ihnen die Köpfe ab. Warf sie doch. Unser Tor in Hotpants. Na, wartet. Dafür werdet ihr noch bezahlen. Lieutenant Commander Curry, so eine unerwartete Freude. Ganz meinerseits, Lieutenant Commander Flynn. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Na super. Wir gehen nicht mal längsseits. Diese verdammten Kerle! Okay, Jungs, die Arbeit ruft. Ja, aber... Lass gut sein, Chefo. Vergiss diese Affen einfach. Circa 10 Knoten Richtung Savu Island. Der Captain klang ganz freundlich. Das tun Sie doch alle. Ich danke Ihnen vielmals, Richard. Günstigen Wind. Für Sie auch, Mike. Sir, Sie haben uns Thor direkt vor die Nase gehalten. Hab ich gesehen, Nev. Die kriegen wir schon. Kurs korrigieren gemäß Currys Info. Wir sind hinter der Pacific Mariner her. Nev? Aye, Sir. Woher wussten Sie, dass die Pacific Mariner in der Gegend sein würde? Habe ich irgendwie gerochen, Ex. Bitte. Ich wusste es natürlich nicht, aber ich wusste von Currywurst, dass unser Kurs den der Kingston kreuzen würde. Ich wollte ihm heute Morgen nicht die Genugtuung verschaffen und nur wegen unseres Maskottchens anrufen.
Vor allem, wenn er nichts mit der Entführung zu tun hat. Was er aber doch hat. Davon gehe ich mal aus. Jedenfalls habe ich ihn gebeten, Ausschau nach der Pacific Mariner zu halten und bingo. Scheint, als ob wir Sheffos Unheilstheorie vergessen können. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Carl Davis ist für die Bundespolizei von großem Interesse. Bei allem Respekt, Sir, warum überlassen wir Davis nicht Ihnen? Die Pacific Mariner ist in ein paar Stunden außerhalb unserer Hoheitsgewässer. Wenn sie einmal in Savu anlegt, ist es für Davis ein leichtes, sich davon zu machen. Und dennoch, die Bundespolizei könnte sich dann mit den lokalen Behörden kurzschließen. Sie sind dem Kerl doch dicht auf den Fersen. Jemand hat Sam Murray eine Kugel in den Kopf gejagt. Ja, hübsch der Kerl, nicht wahr? Ich habe ihn nach meinem Lieblingsbier benannt. Und dieser jemand ist mit Sicherheit Carl Davis. Und wenn er es nicht war, war er mit Sicherheit Zeuge des Mordes. Das hängt alles zusammen. Sam Murray, Carl Davis, Lisa Holmes, Bright Island. Ursula Morell. Und die Pacific Mariner. Alle Wege führen zu diesem Boot. Aber ein Schiff zu entern, das unter australischer Flagge fährt, finde ich ein bisschen... Es mag regelwidrig sein, aber es ist absolut legal. Und wenn Sie uns freiwillig an Bord lassen, umso besser. Ich würde mich wesentlich wohler fühlen, wenn wir NEFCOM über unser Vorhaben informieren würden. Und ich würde mich wesentlich wohler fühlen, wenn ich wüsste, dass Carl Davis nicht als Mörder davonkommt. Für diese Aktion übernehme ich die volle Verantwortung. Danke für das Gespräch, Ex. Was gibt's denn? Ziel voraus Richtung Nordost, Entfernung 10 Meilen. Hammersley, hier Lieutenant Catano. Lieutenant Commander Marshall hier. Verbinden Sie mich bitte mit Ihrem Commanding Officer. Ja, Sir. Sir, Commander Marshall. Auf Lautsprecher, Neff. Guten Morgen, Sir. Mike, hören Sie, die Küstenwache vermutet illegale Fischer nordwestlich von Ihnen. Diese Meldung ist zwar noch nicht bestätigt, aber ich würde Sie bitten, diese Richtung anzusteuern. Ja, Sir. Ich habe noch eine weitere Flugaufklärung angefordert, müsste in 6 Stunden da sein. Ändern Sie bitte sofort den Kurs. Ja, Sir. Mike, ich hörte, dass Ihr Maskottchen unentschuldigt fehlt. Aber nur vorübergehend. Bringt Unglück, wenn man das Maskottchen verliert. Ja, wenn man abergläubisch ist. Ja, das stimmt. Gute Jagd, Mike. Danke, Sir. Sir? Wir halten den Kurs, Neff. Aber Sir, Sie hatten gerade NEFCOM. Kurs halten. Ich denke, es kommt von hier. Nein, es kommt von da. Spider? Weiß nicht. Keine Ahnung. Komisch. Trennen deine Augen wieder? Das ist nur ein Grießkorn. Vielleicht ist irgendwas lose. Nein, hier ist alles so fest wie ein Fischpopo. Vielleicht Thor, der gerade Morsezeichen klopft. Hilfe! Befreit mich aus diesen pinken Hotpants. Hast du was eingeworfen, Chef? Vielleicht ist Luft in der Hydraulik. Die macht ganz andere Geräusche. Die verursacht einen Druckstoß. Geh doch wieder an deinen Herd. Das muss Thor sein. Ich weiß, dass er es ist. Schwer einzugrenzen. Am besten, wir schalten ein paar Systeme ab. Wir fangen mit dem Abwasser an. Wer aufs Klo muss, soll jetzt gehen. Pacific Mariner, hier ist die australische Kriegsmarine an Ihrer Steuerbordseite. Guten Morgen, Sir. Over. Tag, hier ist Rick Gallagher, der Captain der Pacific Mariner. Was kann ich für Sie tun? Pacific Mariner, damit meine Entermannschaft nicht aus dem Training kommt, bitte ich um Erlaubnis, an Bord zu kommen. Over. Sie sind wirklich herzlich willkommen, aber wir haben einen knappen Zeitplan. Ich muss Ihre Bitte leider ablehnen. Over. Ich verstehe Ihre Situation voll und ganz. Wir könnten Sie auch während der Fahrt entern, sodass Sie keine Zeit verlieren. Over. Pacific Mariner? Ja, okay. Wenn es einem guten Zweck dient, kommen Sie an Bord. Over. Danke für die Kooperation, Pacific Mariner. Meine Entermannschaft kommt in Kürze an Bord. Over. Ich setze schon mal Teewasser auf.
Sie haben das Einsatzkommando, Buff. Wir tun so, als wäre es eine Übung, aber wir suchen Carl Davis. Einen der Fischer von Bright Island. Denjenigen ohne Kugel im Schädel, nehme ich an. Ja. Zeichnen Sie alles auf und bloß keine Einzelheiten, weder mit dem Captain noch der Crew. Ich kenne keine Einzelheiten, Sir. Dann bin ich ja beruhigt. Alle sollen sich bewaffnen. Nehmen Sie Spider mit, er kann Davis identifizieren. Aye, Sir. Und was, wenn wir diesen Carl Davis finden? Machen Sie Aufnahmen von ihm und kommen Sie wieder zurück. Und wenn was schief geht? Dann ergreifen Sie alle notwendigen Maßnahmen, um sich und Ihr Team zu schützen. Das wär's. Sir. Von rechts wegen sollte ich die Entermannschaft führen, Sir. Diesmal bleiben Sie hier an Bord, Ex. Ich kann Davis genauso gut identifizieren. Sie haben Ihren Standpunkt unmissverständlich klar gemacht. Ich hoffe, Sie fühlen sich in keiner Form kompromittiert. Oh, danke, Sir. Aber nachdem ich meine Meinung geäußert habe, werde ich natürlich Ihre Befehle ohne zu zögern ausführen. Ex. Die Entermannschaft führe ich, Sir. So, Neff, was ist jetzt? Die Kingston hat unseren kleinen Liebling. Nicht meine Zuständigkeit. Oh, dir ist schlecht. Kann nicht sein. Dir ist schon geronnen. Der ist ja aus. Ich hole aus dem Kühlraum eine neue. Ich trinke ihn schwarz, danke. Der funktionierte einwandfrei, bis sie Tor gestohlen haben. Erst diese Geräusche, dann der Kühlschrank. Es nimmt seinen Lauf, das Unglück. Merkt euch meine Worte. Das ist bestimmt ganz simpel. Ja, das ist es. Wir müssen Tor zurückholen. Das haben wir gleich. Okay, wir sehen uns dann. Ja. Was ist? Du und Neff, ja? Die ist doch was? Bestimmt richtig. Oh, Mann, lass mich in Ruhe, ja? Guck mal, manche Drähte sind schon so alt, dass sie rostig sind. Daran wird's liegen. Komm schon, wie ist sie? Chefo. Was? Du bist verlobt. Na und? Ist doch egal, wo ich mir Appetit hole, solange ich zu Hause esse. Und das findest du okay, ja? Sagt Mr. Casanova. Du hast doch vom ersten Moment an rumgetönt, wie du unsere kleine Neffe in die Kiste kriegen würdest. Ist doch so. Ja, schon, aber jetzt ist es ein bisschen anders. Vielleicht ein paar Kekse zum Kaffee? Neff, bitte lassen Sie mich, ich kann alles erklären. E.T., schnapp dir die Kamera, wir müssen entern. Nimm bitte jemand anderen, ich kann jetzt nicht. Du kommst mit. Bewegung. Hey, Buffer. Eine kleine Planänderung. Ich werde das Team führen. Ach, Dan, ich brauche sie da nicht mehr. Nein. Ex, ich vertraue Ihrem Kommando gern, Ma'am. Gehen wir. Ja, Ma'am. Alles okay, Neff? Ja, klar. Schön, dich zu sehen. Übung macht den Meister, hä? Huh? Captain, vielen Dank für Ihre Kooperation. Ich möchte gern mit Ihrer Crew auf dem Hauptdeck sprechen. Na klar, kein Problem. Sind das alle? Die volle Besatzung. Beim letzten Mal habe ich hier einen Mann gesehen. Mittleren Alters, ungefähr 1,60, etwas stämmig. Jetzt verstehe ich, worum es geht. Ich
E.T., was macht unser Mann? Geld. Wieso hast du mich nicht einfach... Negativ, Sir. E.T., da ist noch jemand auf der Brücke. Geben Sie Ex Bescheid. Entschuldigen Sie, Ex. Es ist noch jemand auf der Brücke. Okay, nach oben. Die Tür ist abgeschlossen. Was ist hinter der Tür? Meine Privatkajüte. Du machst einen Fehler, Kate. Und Sie haben gelogen. Du nutzt gerade meine Großzügigkeit aus. Waffe, öffnen Sie die Tür. Sir, gehen Sie bitte zur Seite. Doktor, kommen Sie bitte mal hoch. Australiens Ruhm und Ehre würde gerne mit uns plaudern. Ich denke, du kennst Dr. Morrell. Schön, Sie zu sehen, Lieutenant. Wink doch bitte mal den blauen Jungs da drüben zu. Du scheinst ihre Aufmerksamkeit geweckt zu haben. Du wolltest die Crew sehen, Kate. Dr. Morrell ist Passagier an Bord. Wir sind für sie so eine Art Taxi. Sie zählt Schildkröten auf den Inseln. Es ist Brutzeit. Wo ist Carl Davis? Wer? Der, den ich das letzte Mal auf diesem Boot gesehen habe. Wieder weg. Handelsmarine. Du weißt doch, wie sie sind, Kate. Sie kommen und gehen. Ich werde ihn finden. Ich finde ihn. Was hat er gesagt, was sie da macht? Sie soll Schildkröten zählen. Sie ist da nicht freiwillig, das weiß ich. Wenn das so ist, warum sagt sie das nicht? Ich bin hier mit 4 bewaffneten Männern und einem Kriegsschiff in Sichtweite. Bieten Sie ihr bitte direkten Personenschutz an. Sir, wollten wir hier nicht einen vermeintlichen Mörder suchen? Die Männer sollen Davis finden und... Sie versuchen, Ursula Morrell von diesem Boot zu bringen. Und wenn sie nicht mitkommt? Dann hat Gallagher was gegen sie in der Hand. Es ist ja durchaus möglich, dass sie von Insel zu Insel fährt, um irgendwelche Schildkröten zu zählen. Es ist aber auch möglich, dass sie zu viel Angst hat, um sie um Hilfe zu bitten, wenn Gallagher da ist. Ich versuche, mit ihr zu sprechen. Reden Sie mit ihr allein. Und sagen Sie ihr, Sie handeln in meinem Namen. Ja, Sir. Ich warte auf Meldung. Charlie 2 empfangsbereit. Sie haben es gehört. Sie suchen weiter nach Davis und ich rede mit Dr. Morrell. Wehe, du tust Neffe. Was? Du bist gewarnt. Kate, du hast mein Wort. Der Mann, den ihr sucht, ist nicht auf diesem Schiff. Und hätte ich gewusst, dass er auf der Flucht ist, hätte ich ihn selbstverständlich der Polizei übergeben. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn wir uns nochmal gründlich umsehen. Reine Zeitverschwendung. Ma'am, Lieutenant Commander Flynn bietet Ihnen logistische Hilfe auf der Hammersley für Ihre Weiterreise an. Was willst du damit sagen, Kate? Logistische Hilfe. Dr. Morrell hat die Überfahrt bezahlt. Wir sind zufrieden und unser Passagier ist ebenfalls zufrieden. Richtig, Dr. Morrell? Was meinen Sie mit, sie hat Nein gesagt? Sie sagte Nein, vielen Dank. Waren Sie allein? Konnten Sie allein mit ihr sprechen? Gallagher wich hier nicht von der Seite. Dann könnte sie also doch eingeschüchtert gewesen sein oder Angst gehabt haben. Vielleicht, Sir. Ich hatte aber nicht das Gefühl. Ich komm rüber. Wiederholen, bitte. Ich
Ich komme rüber, um selbst zu sehen, was da für ein Spielchen gespielt wird. Ich werde Charge anweisen, das Dingy zu Wasser zu lassen. Was ist denn da los? Drücke an Maschinenraum. Brücke an Maschinenraum. Ich sehe mal nach Charge. Übernehmen Sie, rufen Sie mich, wenn was ist. Verstanden, Sir. Ich übernehme. Dieser Container Lüftungsklappen. Berechtigte Frage, Sprite. Ex, ein Container auf Backbordseite hat eine eingebaute Lüftung. Das Schlimmste, was in den Tropen passieren kann, ist, dass Feuchtigkeit in einen Container gelangt, außer jemand muss drin atmen. Öffnen Sie den Container. Gerne. Ihr habt kein Recht, das zu tun. Verlasst sofort mein Schiff! Ex! Feuer! Schnell ins Boot! Beeil dich, Spider! Das ist Treibstoff! Okay, Sir! Mann, Mann! Scheiße! Bringt sie ihn hier raus! Schnell, bringt sie ihn hier raus! In die Offiziersmesse mit ihm! Charge! Wir müssen herausfinden, woher das Feuer kommt! Das Benzin aus den undichten Schläuchen facht es immer wieder an. Ich muss das Benzin von den Generatoren trennen. Verdammt! Ich sehe nichts. Charge! Jetzt machen Sie schon! Ich kann nichts sehen, dieser verdammte Rauch! Verzeihung, Sir. Was ist passiert? Feuer im Generatorenraum. Es ist gelöscht. Sind Sie verletzt? Sie sind zurückgekommen, Ex, ohne Dr. Morell? Unser Schiff hat gebrannt. Sind wir noch seetüchtig? Ich weiß es nicht. Wir treffen uns in 15 Minuten auf der Brücke. Sir, ich muss Sie unter vier Augen sprechen. In 5 Minuten. Lass noch mal sehen, ja? Buff, das siehst du völlig falsch. Tue ich das? Hör zu, Kumpel, ich würde Neff niemals verletzen. Komm schon, du kennst mich doch. Purer Charme. Das Problem mit dem Charme ist, dass du nie weißt, ob dein Gegenüber ehrlich ist oder ob es dich reinlegen will. Aber ich bin ehrlich. Dann wirst du sie nicht verletzen. Du weißt ja, was sonst passieren wird. Buff, du bist nicht ihr Vater. So alt bin ich nicht, um das zu sein. Was? Es ist Blödsinn, was du sagst. Sie gefällt dir. Na klar tut sie das. Sie macht einen sehr guten Job. Nein, Buff. Du stehst auf sie. So ein Unsinn. Wer ist hier unehrlich, Buff?
Geh wieder an die Arbeit, E.T. Klar, Buff. Lassen Sie mich raten, Sie sind gekommen, um Ihr Missfallen zu bekunden. Was die Sache mit Ursula betrifft, yes, Sir. Das ist Ihr gutes Recht. Ihr Plan, diesen Carl Davis zu finden, verlor plötzlich an Wichtigkeit, als Sie Dr. Morell sahen. Dr. Morell steckt in Schwierigkeiten, davon bin ich überzeugt. Ich werde Nefcom einen ausführlichen Bericht vorlegen. Den Bericht können Sie gern lesen. Wenn Sie ebenfalls einen Bericht einreichen wollen, verstehe ich das. Ich bin mir sicher, ein Bericht wird reichen. Und was Dr. Morell angeht, sie schien wirklich nicht genötigt zu sein oder in Gefahr. Tut mir leid, wenn Sie was anderes hören wollten. Natürlich ist es das, was ich hören will. Was ist mit Carl Davis? Irgendeine Spur? Wir fanden einen Container an Deck, der offensichtlich manipuliert wurde. Und wie? Er hatte Lüftungsklappen. Vielleicht war Davis da drin. Gallagher wollte ihn partout nicht öffnen. Dann sahen wir das Feuer und kamen zurück. Also könnte er immer noch auf der Pacific Mariner sein. Yes, Sir. Nev! Gehen Sie! Hey, Nikki, bitte! Ich will dir doch nur... Du sollst mich gefälligst in Ruhe lassen, verstehst du, Josh? Alles okay? Hey, was soll das? Nikki! Du sollst mich nicht anfassen! Ich bringe Sie zu Ihrer Kabine, Ma'am. Sie ist auf der Treppe ausgerutscht. Swain meint, der Knöchel ist nur verstaucht, nicht gebrochen. Er hat ihr einen Eiswickel gemacht. Schadensbericht, Sir. Sie sollten sich besser ausruhen. Ich kann mich ausruhen, wenn ich tot bin. Wie geht's Ihren Augen, Seemann? Ach, nicht der Rede wert. Die haben ein bisschen Rauch abgekriegt. Die gute Nachricht, Sir, ist, dass sich der Schaden auf den Generatorenraum beschränkt. Ein paar Benzinschläuche müssen ausgewechselt werden. Und eines der Elektrosysteme muss neu verkabelt werden. Von da kam sicher der Funke, der das Feuer verursacht hat. Wie auch immer, die Jungs sind ganz fleißig da unten. Alles in allem haben wir wirklich sehr großes Glück gehabt. Danke. Ex, sagen Sie Nefcom, dass wir zur Reparatur zurück zum Stützpunkt fahren. Ja, Sir. Sir, die Männer denken, ein Fluch liegt auf ihnen. Das Debakel auf der Mariner, Nevs Knöchel, der Kühlschrank und alles, was sonst noch passiert ist, seit wir ohne Tor sind. Ich denke nicht, dass noch viel passiert, Charge. Tja, wir wollen's hoffen. Aber es gibt da einen alten Seemannsbrauch, um mit der Situation fertig zu werden, Sir. Ist es irgendwas, worüber ich mir Sorgen machen müsste? Nein, Sir. Dann führen Sie ihn durch, Charge. Was geht denn hier ab? Okay, ihr gemeines Gesindel, hört zu. Es wird Zeit, dass wir dem Fluch, der seit geraumer Zeit über unserem Schiff liegt, endgültig den Garaus machen. Mit anderen Worten, wir bieten dem Unheil ganz einfach die Stirn. Aufrechten Hauptes. Wie? Das würdest du wohl gern wissen. Und weißt du was? Ich auch. Zuerst müssen wir es schaffen, den Gott der sieben Meere zu besänftigen. Und wer könnte diesen alten Zausel besser besänftigen als seine bezaubernde Gattin? Und hier ist sie, die wunderschöne Mrs. Neptune. Wo ist die Opfergabe? Opfergabe? Neptun verlangt eine Opfergabe! So soll es sein. Seemann Webb? Charge? Bist du bereit, Neptun, den Gott der sieben Meere, mit einem Opfer zu beschwichtigen? Ja, ich denke schon. Dann nimm Chef oder das Tablett ab.
Sei schön vorsichtig, Spider. Oh, holder Göttergatte mit den drei Zacken. Befreie die Hammersley von diesem bösen, bösen Fluch. Bon Appetit. Nein, nicht! Was war das? Schlechte Milch und eine Currywurst. Currywurst auch? Okay, ich erkläre dieses schöne Schiff nun frei von bösen Flüchen, biblischen Plagen, Pleiten, Pech und Pannen und Missgeschicken. Und von denen, die anders sind als wir. Auf das Tor zurückkommt. Yeah! 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 Hey! Woohoo! Ja. Wie war der festliche Akt? Ein großer Erfolg. Neptun ist wohlgestimmt. Gut. Was macht der Knöchel? Der ist eiskalt. Ist nicht so schlimm. Wissen Sie, Buff, Sie dürfen E.T. nicht so angehen. Ich sagte ihm nur, er soll ihn nicht wehtun. Buff. Neff, Sie sollten wissen, dass ich Sie nicht nur als Offizier sehr, sehr schätze, sondern auch als Frau. Das meine ich wirklich ernst. Ja, ich weiß, Pete. Was? Sie haben noch nie Pete zu mir gesagt. Doch, das habe ich. Nein, haben Sie nicht. Sie sind ein guter Freund, Pete. Und ich weiß, dass ich immer auf Sie zählen kann. Ja, Ma'am, das können Sie. Aber ich will nicht, dass sich irgendwas zwischen unsere Freundschaft stellt, Pete. Ich auch nicht. Sie sollten sich besser ausruhen. Ich komme später nochmal, wenn Sie was brauchen. Schrei ich. Danke. Er hat's vielleicht auch gar nicht so gemeint. Na, Sie wissen schon. Dumme Jungs sind dumme Jungs und machen sich oft wichtig. Wow. Ja. Ich bin ein Idiot, ich bin ein Idiot. Ich hab dir niemals wehtun wollen, Nikki. Ich... Bitte verzeih mir. Ich verzeih dir. Nikki, ich danke dir. Aber ich werde dir nie wieder vertrauen können. Hey, na klar kannst du mir vertrauen, Nikki. Bitte geh jetzt, ja? Wir sind jetzt noch 6 Monate hier. Ich werde enthaltsam sein, was Frauen anbelangt, ab jetzt. Was? Keiner von uns will von der Hammersley fliegen. Du glaubst, dass ich es nicht ernst meine. Aber ich mache einen kalten Entzug, um dir zu beweisen, wie sehr ich dich... Naja, wie sehr ich dich mag. In 6 Monaten werden wir wahrscheinlich andere Posten haben und dann können wir zwei, naja, du weißt schon, ganz offiziell. Du willst also 6 Monate lang keinen Sex haben? Ja, genau, das ist richtig. 6 Monate kein Sex. Nur kalte Duschen. 6 Monate. Ich denke darüber nach. Sie wollten mich sprechen, Sir? Kommen Sie rein, Charge. Und, ist der Fluch vorbei? Für die, die daran glaubten, ja, Sir. Gut. Das Klopfen auf dem 2. Deck, hat es aufgehört? Ja. Ja, ich denke schon. Tja, dieser Ball hier,
wurde in dem falschen Schott neben ihrer Koje gefunden. Ist er zufällig von Ihnen? Ich habe in letzter Zeit überhaupt kein Golf mehr gespielt, wegen meiner Augen. Und deswegen habe ich meine Ausrüstung in diesem Schott verstaut. Der muss dann aus der Tasche gefallen sein. Sie werden sie sicher nicht wieder dort verstauen. Nein, Sir. Jetzt können wir nachts wenigstens wieder ruhig schlafen. Ihre Augen sehen nicht gut aus. Ach, das geht schon. Die haben nur ein bisschen Rauch abgekriegt. Ist nicht weiter schlimm. Na gut, gehen Sie zum Arzt, wenn wir wieder im Hafen sind und nicht aufschieben. Nein, Sir. Das wird gleich das Erste sein, was ich tue. Wissen Sie schon, was das Feuer verursacht hat? Tja, wir untersuchen es, aber kommen irgendwie nicht weiter. Naja, es ist ein altes Schiff. Die Kabel sind alt. Wer weiß. Wir lieben dieses Schiff alle sehr. Doch die alte Dame schwächelt mittlerweile etwas. Ich will, dass sich die Hammersley mit Schwung verabschiedet. Das werden wir schon hinkriegen. Mit Sicherheit. Das hättest du mal sehen sollen. Das war super. Voll der Wahnsinn. Danke, Kumpel. Sechs Monate. Ladies and Gentlemen, was ich dir sage? Der König ist tot. Lang lebe der König! Ja! Hey! Na, Spide? Das habt ihr wirklich klasse gemacht. Ja, jetzt haben wir ihn wieder. Endlich, wurde auch Zeit. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber er ist wieder da. Hört mal, Jungs, ich muss weg. Ich hab noch was vor. Hau rein, Spide. Okay, Leute, man sieht sich. Macht's ja, gut. Ja, wir sehen uns. Josh. Hey. Hey, Susie, wie geht's dir? Gut, und wie geht's dir? Ja, mir geht es gut. Fantastisch. Schön. Ja. Sag mal, erinnerst du dich an den Abend in dieser gemütlichen Bar? Klar, das war eine wunderbare Nacht. Ich bin schwanger. Es ist ein Kind. Gallagher, was machen Sie denn hier? Aber Sie sind doch der mich verfolgt, Captain. Wo ist Ursula Morrell? Als ich sie das letzte Mal sah, paddelte sie in der Arafura-See rum und zählte Schildkröten. Wenn hier was passiert, dann... Was dann? Richten Sie Ihre Kanone auf mich? Sie wissen doch, große Kanone, kleiner... Tut mir leid, wenn ich Sie unterbreche. Der Commander wartet auf uns. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Kate. Zum Teufel wollte der denn hier? Gegen Sie liegt eine Beschwerde vor, nach der Sie unter falschem Vorwand ein Schiff unter australischer Flagge enterten. Als Sie nichts Widerrechtliches fanden, kamen Sie Gallaghers Aufforderung, sein Schiff zu verlassen, nicht nach. Sowas nennt man unbefugtes Betreten. Unbefugtes? Sir, die Pacific Mariner ist in irgendwas verwickelt.
Wie zum Beispiel Menschenschmuggel oder andere illegale Dinge. Das steht fest. Ach, gestützt auf irgendwelche hochabenteuerliche Indizien und ihr Bauchgefühl. Sie hatten kein Recht, an Bord der Pacific Mariner zu gehen. Ja. Und Sie haben meine Order ignoriert, einer Code-3-Meldung nachzugehen. Sir? Die Pacific Mariner ist tabu für Sie. Lieutenant Commander, haben Sie das verstanden? Ja, Sir.